Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute einen Feta-Dip. Dafür habe ich hier folgende Sachen. Ein bisschen Schmand, Feta, Sahne, frischer Oregano, Salz, Pfeffer und Paprika. Als erstes tun wir den Schafskäse in unsere Schüssel und zerkleinern den mit einer Gabel. Jetzt fügen wir noch den Schmand hinzu. Würzen das Ganze schon mal mit ein bisschen Pfeffer und Paprika. Mit dem Salz müssen wir vorsichtig sein, weil der Schafskäse an sich ja auch schon sehr salzig ist. Und Paprika. Den Oregano geben wir auch schon dazu. Bei dem frischen Oregano zupfen wir die Blätter ab und geben ihn dazu. Wenn man vorne die Spitzen noch mit drin hat, ist das kein Problem, weil die sind weich. Jetzt, wenn die Kräuter und Gewürze drin sind, pürieren wir das Ganze einmal durch. Wir haben unsere Creme jetzt püriert. Die Konsistenz ist schon in Ordnung, deswegen brauche ich die Sahne nicht zuzugeben. Wenn man sie ein bisschen flüssiger haben möchte, gibt man natürlich noch die Sahne beim Pürieren mit dazu. Ich probiere jetzt einmal. Der Geschmack ist auch schon in Ordnung und wir brauchen kein Salz mehr. Wenn man jetzt noch Knoblauchgeschmack dazu haben möchte, kann man bei den Gewürzen auch noch Knoblauch zugeben. Unsere Creme ist jetzt fertig.